Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerlords. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere erste Schlacht geschlagen und leider auch viele Tote zu beklagen gehabt, obwohl wir sehr, sehr gut durchgekommen sind. Ich glaube, der größte Teil waren die Feinde, minimale Ausfälle bei uns, aber natürlich tut sowas trotzdem weh. Und daher ist gleich immer noch geschwächt. Ja, man sieht es hier vor allem, die haben sich wiederholt, aber die Kollegen hier haben natürlich ein bisschen mehr Probleme. Wir produzieren zwar schon wieder Sachen nach, um auf dem neuesten Stand zu sein. So, warte mal. So, besser. Jetzt kann ich mit euch ein bisschen besser reden. Wenn die Musik so laut reinballert, dann fange ich an zu brüllen. Das wollen wir auch nicht. Genau. Aber wir haben die erste Schlacht geschlagen und somit gewonnen. Was uns hier 973 Einfluss gibt. Holy moly. Hier ist ein Heer zum Banditenlager hier unterwegs. Ich glaube, weil sie Einfluss haben wollen. Und ich bin ehrlich gesagt beim Überlegen, kann ich hier? Dafür brauche ich 1000. So viel habe ich noch gar nicht. Nicht gut. Problem ist, wir sind auch noch nicht aktuell in der Lage, Krieg oder uns andere Sachen zu holen. Schau, die Söldner kosten auch viel. Wir machen auch nicht so viel, wie ich gerne mir vorgestellt habe. Auch wenn wir natürlich hier Steuern eingestellt haben. Aber natürlich hier, das ist nicht die größte Beliebtheit. Aber aktuell schaut es noch ganz gut aus eigentlich. Was ist Eichau? Ernsthaft? Das? Ha. Fug. Ja, sie haben sie auch gerade wieder in die Flucht geschlagen. Holy shit, haben die viele Einheiten. Ja, da kommen, kann ich gegen nicht ankommen. Ich kann. Coming soon. Negotiation coming soon. Na, ich kann gegen die nicht kämpfen aktuell. Ich habe nicht die Mann dafür und auch nicht das Geld dafür. Die KI ist leider in sowas sehr, sehr schnell. So schnell bin ich leider nicht. Leichengrube ist fertig. Super, dann können die unsere Kollegen. Anfangen, die Toten zu begraben. Brennstoff haben 8 Monate, Nahrung haben wir sehr wenig. Die Sammlerhütte ist über den Winter natürlich leer gewesen jetzt in dem Fall. Ja, ich schau gerade. Gib mir eine Sekunde. Ich überlege gerade, wo ich ihn rauskriege. Aus dem Speicherturm einen raus. Im Lager ist, haben wir nur einen. Seegrum haben wir auch nur einen. Kleiner Stall braucht zwei. Ich bin gerade überlegen, ob ich einen Jäger raushau, aber wir brauchen Nahrung. Ich glaube ich dir, du, mein Freund. Einmal Wasser, bitte. Oh, die hatten einen Eimer hergezaubert. Puff. Aber langsam und ruhig sollten hier die Häuser entstehen. Ein Gebäude wieder fertig. Je mehr wir Platz kriegen für Leute, desto besser sollte die Chance sein, dass sie einziehen. Hoffe ich auf jeden Fall. Neue Familie eingezogen. Schau an. Habe ich doch gesagt. Und wir haben gerade mal ein Haus fertig. Also ist bei uns wahrscheinlich gar nicht mal das Wohnproblem. Eine weitere Familie schließt sich eure Familie an. Genau. Bin auch beim Überlegen, ob ich nicht doch einfach das zum Marktplatz errichte. Also kurzerhand sagt ein Marktplatz. Hier festlegen.
Ja, die Waren kommen gleich. Oh, da ist echt einiges gelagert. Bedürfnisse nicht erfüllt. Die kommen schon. Habe ich denn keinen auf den Leichen? Doch, habe ich doch. Wo zur Hölle musst du das hertragen? Schau, wir machen das jetzt einfacher. So, jetzt sollte dann hoffentlich gleich das Bedürfnis wieder gefüllt werden. Wenn wir anfangen, die... Ja, alles gut, das wird schon wieder. Ja, die Fläche mag er nicht. Da finden wir noch was für. Wir können rein theoretisch nochmal eine Wasserpumpe hinmachen. Dann haben wir zwei. Das machen wir sogar. Holz sollten wir ja eh haben. Wie blöd, oder? Ja. Und irgendwo müsste ein zweiter Ochse auch unterwegs sein. Bezogen auf irgendwo. Könnt ihr euch mal eigentlich wieder happy sein, dass alles wieder da ist? Auch der Bekleidungsladen ist wieder auf dem Markt. Aber interessant, Sharon. Die sind happy. Du nicht, weil du hast noch nicht alle deine Lebensmittel. Aber du zum Beispiel bist schon happy. Verdoppelt die maximale Familienanzahl. Das wird eh alles ein bisschen eng hier dann. Neue Söldnerkompanie. Das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. Ja. Asche, jetzt sind es nur noch zwei. Neue Familie ist eingezogen. Super. Habe ich euch echt ein Gebiet vergeschrieben? Führt einen Ochsen, transportiert. Ochsenknecht, Ochsenknecht. Ach, ich habe nur einen. Ich habe mir nie einen zweiten gekauft. Dann kann die Familie, als zweite Familie hier raus. Na, ist das ein guter Sammelplatz? Die warten alle schon auf den Brunnen. Brennholzstand wurde fertig gebaut. Na, der Brennholz wird jetzt aktuell fast zu 100% geliefert. Das ist sehr interessant. Oder wir brauchen einen zweiten Speichermitarbeiter zum Beispiel in dem Fall. Weil jetzt sind zum Beispiel die ganzen Leute wahrscheinlich von hier auf dem Markt. Genau. Oder wir sollten echt anfangen, Felder zu bauen. So, Jan, aber würde ich sagen, wollen wir erstmal ein Bauernhaus. Dann muss das aber irgendwie hier so hin. Nein. Bauernhaus. Bauernhaus. Ich verdrück mich schon down wieder. Jetzt finde ich das Bauernhaus wieder nicht. Bauernhaus? So, irgendwas mache ich. Achso. Platziere euch hier, genau. Ich will aber...
So. Ist halt ein bisschen gerade vielleicht, aber zwischendurch muss man auch mal ein bisschen die Kreativität walten lassen, glaube ich. So. Gut. Okay, das schaut irgendwie sehr interessant aus. Ah. So, die Häuser sind ja alle sind fertig. Wir haben noch einen Brunnen. Was die Ortschaft sehr angenehm, glaube ich, macht, vom Umfeld her. Wie schaut es mit Army aus? Eigentlich auch gut. Und wie sie hier rumdüsen mit ihren Handkarren. Ah, gut zu wissen. Bekleidung haben wir 90% Abdeckung. Und das ist auch nur, weil die zwei hier sich natürlich beschweren, weil sie mehr hätten gerne. Nahrung ist ein bisschen problematisch, aber das können wir auch noch ändern. Das kriegen wir noch hin. Na, da fehlt Holz, Leute. Wo ist der gute Ochsenkarren? Ich würde vielleicht echt nochmal die Steuern. Ne, auf 10. Wie viel kostet das Update? Na, wir brauchen noch die Lehm. Ich vergesse immer die Lehmziegeldecker. Dächer. Na komm, wo bleibt das eine Holz noch? Da fährt es. Erhöhen wir hier mal die Reserven auf 20. Und genauso bei unseren Kollegen hier auf erhöhen. Aber wir haben immer mehr Bogenschützen. Ich glaube, das liegt eher dann an Personal. Oder Leuten, die wir im Dienst haben können. Söldnerkompanie verfügbar. 90 verrückte Geschirr. Holy shit. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. So, die Kollegen warten jetzt drauf, dass das Holz geliefert wird. Wo ist denn das? Wo ist denn der? Mit dem Ochsenkarren. Ah, es wurde geliefert. Dann können wir eigentlich doch gleich mal mindestens 2-3 Familien einstellen. Es fehlt die Entwicklung zum schweren Pflug. Genau. Weil jetzt fangen sie gleich an, die Felder zu bestellen. Und es wird eh eine Zeit dauern. Weil es sind jetzt auch keine kleinen Felder, die ich gebaut habe. Die sind relativ groß, leider. Aber, ja, ich hoffe mal, dass sich das ein bisschen einrenkt. Vor allem brauchen wir eh mehr Nahrung auch noch. Die zwei Häuser brauchen auch noch Upgrades. Und wir brauchen noch zwei Gebäude, die wir auf Level 2 upgraden. Um das nächste Zeitalter freizuschalten und damit auch den schweren Flug. Wir brauchen endlich mehr Steuern, Leute. Es dauert ewig und drei Dog.
Alter, diese diese Marktplätze sind der Wahnsinn. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal, Leute? Es gibt Frühstück. Es wird immer schön Holz geliefert an die Baustellen. Wir haben eine Family, die aktuell baut. Und hier fangen sie an, langsam die Felder zu durcharbeiten. Da brauchst du halt echt mehr Familien. Das ist die Sache und wir haben nur einen Ochsen. Der von der Region kann durch Steuersatz auch erhöht werden. Ja, ich habe jetzt unsere Beliebtheit ein bisschen gesenkt, aber ich hoffe, dass wir dadurch halt besser die Felder bestellen, weil so kann das ewig dauern. Vor allem weiß ich nicht, wie viele Häuser. Die Häuser sind noch frei, wie es ausschaut. Vielleicht muss ich auch erstmal die Beliebtheit wieder erhöhen. Dass wir mehr kriegen. Aber jetzt sind hier wieder Häuser geupgradet eigentlich. Also Fläche hätten wir ja. Das sollte hoffentlich nicht das Problem sein. Das sollte hoffentlich nicht das Problem sein. Na kommt, macht die Felder. Macht sie schön. Ja, das kann, glaube ich, dauern. Also die machen bessere Taktik, die gehen von der Mitte auf einen Schlag durch. Aber wir haben jetzt Juli. Bis die Felder arbeiten, ist es zu spät, glaube ich. Also ich kriege noch mehr Familien vielleicht zusammen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.